Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Das Weihnachtsevent ist draußen und es gibt viele neue Sachen. Es ist so ähnlich wie das Halloween-Event beim letzten Mal. Es gibt eine neue Area, eine neue Währung. Santa Paws hat mir jetzt gerade ein Geschenk geschickt. Das passiert alle 15 bis 30 Minuten zufällig. Alle Spieler auf dem Server kriegen einfach ein paar Geschenke. Das können Diamonds sein, das können Gingerbread sein. Und Gingerbread ist auch schon das Stichwort, um die neuen Pets zu bekommen, um die neuen Mythical zu bekommen und auch um die neue Huge Cat zu bekommen, braucht man ganz viel Gingerbread. Und wie farmt man das am schnellsten? Das habe ich versucht, heute rauszufinden in einem Livestream. Hab viele Methoden ausprobiert. Ihr seht jetzt, wie schnell ich Gingerbread farme. 7 Millionen, 8 Millionen, 5 Millionen. Jetzt hier wieder 100.000. Oh. Ihr seht, man kriegt am schnellsten Gingerbread durch Lootbags. Aber wie kriegt man am schnellsten Lootbags und vor allem Lootbags, die was bringen? Das haben Victor und ich im Livestream sehr viel ausprobiert. Wir haben ganz viele Methoden ausprobiert, wie man es am schnellsten hinbekommt. Und ich habe für euch zwei Ergebnisse. Es hängt davon ab, wie stark eure Pets sind. Wenn ihr Ultra-OP-Pets habt, dann ist die schnellste Methode, um Gingerbread zu farmen, wirklich, wenn ihr euch hier an diese Tech-Chest stellt und die einfach abbaut. Weil ihr bekommt zwar nicht viele Gingerbread, ich kriege jetzt 6.000 so im Schnitt pro Tick. Huch, jetzt habe ich 300.000 bekommen, da kam, glaube ich, gerade ein Lootbag raus. Ich brauche im Schnitt, kriege immer im Schnitt so 6.000, 7.000 Gingerbread pro Tick. Aber den Tick, den kriege ich ja auch nur alle paar Sekunden. Und das ist nicht viel. Aber ihr seht, wie viele Lootbags da rausfallen, wenn ich die Tech-Chest erstmal abgebaut habe. Also wenn ihr schafft, die Tech-Chest relativ schnell abzubauen, dann lohnt es sich am allermeisten wirklich diese Chest hier zu farmen. Dann kriegt ihr nämlich möglichst viele von den Lootbags rausgezogen. Und wie viel Gingerbread ihr von einem Lootbag bekommt, das hängt auch von eurer Pet-Stärke ab. Wenn ihr mit schwachen Pets farmt, lohnen sich Lootbags nicht so sehr, wie wenn ihr mit starken Pets farmt. Die andere Methode, wenn eure Pets nicht so stark sind und es länger dauert, diese Chests hier abzubauen oder es sich doch nicht so sehr lohnt, das müsst ihr für euch ausprobieren. Ich kann sagen, ich habe ein Team, das ist so halb aus Dark... Ich kann es euch mal zeigen. Mein Team besteht so zu einer Hälfte aus Dark Matter Galaxy Foxes, zu der anderen Hälfte aus ein paar Dark Matter Ghoul Horses. Die meisten sind Dark Matter Galaxy Foxes und für mich lohnt es sich etwas mehr, die Tech Chest hier abzubauen. Wenn ihr aber ein bisschen schwächere Pets habt, wenn ihr ein Full Team aus Dark Matter Ghoul Horses habt, dann könnte es sogar schon sein, dass diese Methode für euch schneller ist, wenn ihr zum Heaven's Gate geht und ganz klassisch, wie bei dem Halloween-Event, diese Heaven's Gate-Chest abbaut. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber, warte erstmal, bis die ganzen Sachen in diesem Bereich hier gespawnt sind. Wenn wir hier übrigens farmen, wir haben auch mal ausprobiert, lohnt es sich denn so ganz normal zu farmen? Und man kriegt auch eine Menge Gingerbread. Ihr seht, ich kriege ja 3000 pro Pile. Wenn ich mal die größeren Dinge abbaue, kriege ich auch ein bisschen was. Das kann sich auch lohnen. Wenn man dann in Alien Forest, also in der schwersten Region im Alien Forest farmt, dann lohnt sich das auch, aber auch nur, wenn ihr die ganze Zeit die großen Kisten abbaut. Da sind aber nicht die ganze Zeit große Kisten. Meistens werdet ihr kleine Piles abbauen. Die Piles bringen nicht so viel und deswegen lohnt sich das gar nicht. Braucht ihr gar nicht erst versuchen. Aber wenn ihr jetzt diese Grand Heaven Chest hier abbaut, die ganze Zeit, dann werdet ihr zwar ganz selten mal Lootbags bekommen. Wenn ihr mal Lootbags bekommt, ist das gut, weil die bringen auch was. Aber ihr seht, ich kriege pro Abbau immer mehr als 10.000 Gingerbread. Ich kriege momentan so 11.000, 12.000, 13.000, manchmal sogar 14.000 Gingerbread. Ich habe ausgerechnet, pro Minute kann man mit ungefähr 600.000 Gingerbread rechnen mit meinen Pets. Eure Pets werden dann nicht ganz so viel farmen können. Ja, ihr müsst immer abwägen, was lohnt sich mehr? Lohnt sich mehr, wirklich auf dieses ganz normale Abbauen hier zu gehen, wo ich pro Minute... Ja, inzwischen sogar schon, sagen wir mal, 650.000 Gingerbread bekomme. Und ihr vielleicht so 500.000 Gingerbread bekommt, wenn ihr schlechtere Pets habt als ich. Oder lohnt es sich mehr auf Lootbags zu gehen? Hier kommen auch Lootbags raus, aber wie gesagt, wenn ihr mit schlechteren Pets farmt, bringen die Lootbags auch weniger. Und dann auf die Tech-Chest zu gehen. Was es natürlich auch gibt, natürlich, darf natürlich nie ausfallen. Bei Prestons Events ist solche Rare Drops wie... Oh, der Traveling Merchant ist auch da. Wir können da einmal reinschauen, was der jetzt so für Pets anbietet. Galaxy Fox ist hier ganz normal drin. Ein Silver Dragon. Silver Dragons sind okay. Sind nicht wirklich sehr viel besser als die Galaxy Foxes. Sind ein bisschen stärker. Ein kleines bisschen, aber ist eigentlich im gleichen Bereich wie Galaxy Foxes. Und dann gibt es noch diese, diese Stale Mythicals. Die sind sogar schlechter als die Galaxy Foxes. Ah, nur die Santa Paws lohnen sich. Und hier sehen wir es. Die Gingerbread Chest ist hier gespawnt. Die Giant Gingerbread Chest, wenn man die mit schwachen Pets abbaut, habe ich ausprobiert, bringt es gar nichts. Ihr kriegt pro Tick, und der Tick lässt lange auf sich warten, 6 bis 7 Gingerbread.
Wenn ich die jetzt mit guten Pets einmal abbaue, Dritt wird sofort abgebaut, kriege ich 450.000 Gingerbread. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist eigentlich schon ziemlich schlecht, weil diese Chest, die spawnt nur alle 15 bis 30 Minuten. Und in dem Zeitraum, naja, was wollt ihr da machen? Da könnt ihr auch gleich wieder an die Giant Tech Chest gehen und dort einfach farmen. Beziehungsweise die Tech Entry Chest gehen. Hier stellen wir uns wieder hin. Ich farm diese Chest, weil die lohnt sich für mich am meisten. Wenn es für euch anders ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Methoden kennt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Man muss ja mal abmessen. Es hängt bei den Gingerbreads wirklich von der Pet-Stärke ab. Deswegen, wenn ihr am meisten Gingerbreads haben wollt, ist es auch wichtig, dass ihr nicht nur einen Triple Coins Boost drin habt, sondern auch einen Triple Damage Boost drin habt. Ich habe das ausgerechnet, man macht tatsächlich mit einem Triple Damage Boost dreimal so viel Gingerbread. Also haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Kommt auch gerne auf meinen Discord-Server, um euch über Pet Simulator X auszutauschen, um mal mit mir zu sprechen. Mit Roblox Victor könnt ihr wahrscheinlich nicht sprechen, der hat keinen Bock auf euch. Aber ich bin ganz oft unten. Roblox Felix ist auch öfters mal unten. Und rede da mit euch. Gott, jetzt noch einmal die Lootbags hier einsammeln, weil es immer ein schönes Gefühl. Auch immer blöd, wenn diese blöden Lootbags dann immer unter der Kiste landen und man sie nicht aufheben kann. Naja, so ist nun mal das Leben. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!